Volksbildungsheim mal wieder einen Auftritt haben. Und ich will auch gleich alle Titel sagen, die wir spielen, damit ich also nicht nochmal zusätzlich zum Interview reinquatschen muss. Wir spielen Maniac Forces und Don't Panic und dann natürlich ihren Titelsong Tankard, der ja komplett eigentlich Empty Tankard heißt. Naja, und dann noch, und wie kann man das anders annehmen bei so einer Gruppe, dass das irgendwann mal vorkommt, 4000 Beers, das ist dann der Schluss. Wir hören uns wieder heute in 3 Wochen. Die nächsten beiden Male vertritt mich der Jörg Bombach. Ich wünsche euch dann schon mal, vorsichtshalber, schöne Ostern und viele bunte Eierchen. Ein gutes Interview fängt immer damit an, dass man also fragt, wieso dieser Name, warum, weshalb, wie seid ihr darauf gekommen? Also machen wir diese Standardfrage. Ja, den Namen, den haben wir im Prinzip aus dem Wörterbuch. Und wir haben uns damals einiges überlegt und da war im Prinzip die Brutalo-Welle ziemlich am Laufen und damit konnten wir uns irgendwie nicht identifizieren und fanden das auch nicht gut und haben wir irgendwas Lustiges gesucht und da kam man dann auf Tankard, heißt der zu Deutsch Bierkrug und fanden das ganz okay, auch ab und zu mal gern ein Bierchen getrunken, so sind wir eigentlich dazu gekommen. Brutalo-Welle, nun kann man ja also auch nicht gerade sagen, dass ihr also unbedingt Oropax macht, sondern ihr attackiert die Trommelfälle ja auch ziemlich heftig. Ja, es geht jetzt mehr um die Texte. Also da waren gerade diese Black-Metal-Texte ziemlich in und mit Zerstückeln und so und das fanden wir halt nicht gut. Das meine ich eher. Worauf führt ihr denn, sagen wir mal, die Popularität gerade von diesem Speed- und Thrash-Metal jetzt zurück? Was ist das für das Publikum in euren Augen und nach eurer Erfahrung? Ja, es ist wohl eine ziemlich harmlose Art, seine Aggressionen auszutoben bei den Konzerten. Kann man freundschaftlich hingehen, was weiß ich, hüpft ein bisschen rum, macht Stage-Diven, Slam-Dancen. Dann kann man seine Aggressionen halt ausleben, ohne dass irgendwie dann halt Gewalttaten stattfinden würden. Die Idee ist praktisch 81 geboren worden, eine Band zu gründen. Und 82 haben wir die Band dann gegründet. Also damals, was gab es da an Metal? Wir haben gehört AC/DC, Motorhead, Saxon, Judas Priest, Black Sabbath und von den Leuten haben wir halt damals gedacht, so wollten wir es vielleicht auch machen. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so geworden, wir sind jetzt anders geworden halt. Aber das war halt ursprünglich mal die Leute, wo wir uns vielleicht am Anfang mal nach orientieren haben. Wie ist es nun, wenn ihr einen Song macht, was ist so der Ausgangspunkt? Kommt mal erst, ihr sagt ja, dass ihr also in den Texten euch ganz bewusst absetzt, von denen, die also so aggressive oder schwarze Texte machen, ist der Text der Ausgangspunkt, dann macht man eine Musik drauf oder kommt erst die Musik und dann überlegt man, was könnten wir eigentlich dazu singen? Genau, als erstes kommt die Musik und der den Song schreibt, überlegt sich meistens auch irgendein Thema, um was es gehen soll. Gibt es da so, sagen wir mal, unter der Band dann heftige Diskussionen, wenn einer eine Idee zu einem Song hat und die anderen sagen, bäh, oder wird dann demokratisch abgestimmt oder geht es so nach dem Motto, wenn du darfst, dann darf der Nächste auch mal? Genau, demokratisch, wir sind die volldemokratische Band. Gibt es eigentlich so nach eurer Erfahrung gute Provinzen für Heavy Metal und schlechte? Ja, gibt es also gute, logischerweise Ruhrpott ist ganz gut, wie der Buffer auch gesagt hat, Süddeutschland ist okay. Ja, Norddeutschland haben auch gespielt, war auch alles okay. Aber halt hauptsächlich Ruhrpott, würde ich sagen, das ist echt die Hochburg in Deutschland. Und die schlechten Regionen? Naja. Oder ja, nicht so guten? Man muss sich halt sagen, in Bayern ist es meistens nicht so fit. München war, ja, es war ziemlich asozial, weil die Leute achten auch überhaupt nicht aufs Equipment und so, hüpfen auf die Bühne hoch, hampeln da rum, behindern die Musiker und alles. Wenn man Stage Dive wird, haben wir ja nichts dagegen, aber die sollen dann halt schnell wieder von der Bühne runter und um nicht da, was weiß ich, so eine Show da drauf zu machen und die anderen zu behindern und das Equipment vielleicht nur zu zerstören aus Versehen. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall nicht mit so viel Tricks im Studio, dass es dann live total anders klingen würde. Wir versuchen es schon identisch rüberzubringen. Ich glaube, es klappt doch ganz gut. Sind halt immer ein paar Verspielerchen dabei, weil wir auch gut rumhüpfen auf der Bühne und so, aber groß im Ganzen, was auch die Fans meinen, kommt es ganz gut. Also es dürfte schon ziemlich ähnlich sein. Zumindest ändern wir die Songs nicht ab, bis auf dass wir mal einen Song verlängern oder verkürzen live, aber sonst bleibt es genau gleich und da fällt auch nichts weg. Kleine Effekte, kleine Gags, das ist klar, das kann man nicht machen, die irgendwie mit dem Sinti gemacht worden sind. Aber ansonsten bleibt es eigentlich gleich. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr einen Song auf Platte drauf habt, weil ihr dachtet, so stimmt er, so ist er richtig? Und so im Lauf dann einer Tournee hat er sich verändert, weil man einfach merkt, dass das Publikum auf irgendetwas, worauf man vorher vielleicht nicht geachtet hat, abfährt. Und dann hat man also diesen Teil verstärkt.
Ja, ich meine zum Beispiel, ja, der Song Tankard ist halt ein absoluter Hit bei uns. Ich weiß auch nicht, der wird bei den Konzerten immer wieder gut gefordert, obwohl wir ihn eigentlich damals für mittelmäßig gehalten haben. Darauf sind wir natürlich eingegangen, der wird jetzt jedes Mal gespielt. Und was war es noch? Ja, ist klar, zum Beispiel Mercenary hatten wir auf unserem ersten Demo sogar drauf, hatten wir dann nochmal auf dem zweiten Demo und ist auch auf die Platte gekommen. Das hat sich natürlich dann ziemlich extrem gewandelt von Geschwindigkeit und Soli und Aufbau haben wir auch nochmal verändert und so. Das hat sich dann natürlich schon entwickelt. Aber das war eigentlich fast mehr von alleine, nicht auf irgendwelche Fanreaktionen. Also wir versuchen meistens nicht unbedingt immer darauf zu achten, wie die Leute reagieren, sondern macht das, was Spaß macht. Wenn es den Leuten gefällt, ist es, freuen wir uns natürlich sehr. Aber nett haben wir halt irgendwie daneben gehauen, ja. Habt ihr das Gefühl, dass sich so im Laufe der Zeit jetzt euer Stil geändert hat oder seid ihr eurer Meinung noch genau auf derselben Schiene wie zu Beginn? Ja, vom Stil her ist es schon gleich geblieben, ist nur alles insgesamt jetzt auf der neuen Platte ein bisschen komplexer geworden als auf der ersten. Sind halt mehr Zwischenteile, ein paar mehr langsame Teile, die andere war halt noch ziemlich straight durch. Aber das hat sich auch halt von alleine ergeben, das war irgendwie nicht extra geplant. Irgendwie wird man dann mal doch ein bisschen anspruchsvoller mit der Zeit. Versucht dann, die da ein bisschen komplizierter aufzubauen. Das heißt also, nicht nur den Drive, sondern zum Beispiel auch Passagen, wo die Melodie wichtig ist. Teilweise schon, ja. Obwohl, warum haben wir so viel Melodie bei uns?